Er sei nicht so bekannt wie Moradin. Ich verstehe, was könnt ihr mir sonst noch über diesen Ort sagen? Ein genialer Architekt namens Alkonos, der Visionär, hat diesen Komplex gebaut. Er war ein ergebener Anhänger von Dukmarin und störte sich daran, dass sein Gott keinen offiziellen Tempel besaß. Also reichte er beim König ein Gesuch ein und erhielt die Erlaubnis, einen zu bauen. Während des Baus erhielt er den Beinamen Alkonos der Wahnsinnige. Warum haben sie ihn so genannt? Nun ja, anscheinend wollten die meisten Zwerge einfach einen Tunnel durch diesen Gletscher bohren und in den Bergen auf der anderen Seite einen kleinen Tempel bauen. Aber davon wollte Alkonos nichts wissen. Stattdessen begann er eine Konstruktion in großem Rahmen. Das ist das Ergebnis. Wenn die Zwerge ihn für verrückt gehalten haben, warum haben sie ihn da nicht aufgehalten? Oh, das haben sie versucht. Ich habe den Stammbaum zwar nicht perfekt konstruieren können, aber anscheinend war Alkonos ein Verwandter des damaligen Königs. Er war ein Neffe oder ein Cousin, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall konnte der König nicht zugeben, dass einer seiner Verwandten nicht alle Tassen im Schrank hatte. Das hätte ein schlechtes Licht auf ihn geworfen. Interessant, ich möchte euch noch etwas fragen. Wie seid ihr hierher gekommen, Sof? Ich war unterwegs von Orkney nach Osthafen. Weglager überfiel meine Karawane und ich wurde bewusstlos geschlagen. Als ich aufwachte, war ich hier. Von Orkney habe ich noch nie gehört. Ja, das sagt er uns jetzt nochmal, dass man das auch nicht auf der Karte finden kann. So, ich möchte euch noch etwas fragen. Habt ihr schon die meisten Bücher hier studiert? Ja, das habe ich. Es hat nicht so lange gedauert, wie man annehmen würde, da die meisten so stark beschädigt sind, dass sie unleserlich sind. Es ist eine Schande, denn die lesbar sind, sind ausgezeichnete Arbeiten über die Konstruktion der Zwerge. Wir haben mit einem Gelehrten namens Soft gesprochen, der gerade die Bücher in der Wurmzahnbibliothek studierte. Er sagte uns, dass diese Bücher Fragen zur Zwergentechnik behandeln. Es gibt hier in der Nähe eine Hängebrücke, die fast zerstört ist. Könnte ich aus einigen der Bücher hier lernen, wie man sie repariert? Das weiß ich nicht genau, aber es wäre ein Versuch wert. Lass mich mal sehen. Brücken, ja, da haben wir es. Hier stehen die Grundlagen über Heckenbrücken und ähnliches. Viel Glück. Ja, der gelehrte Sof gab uns ein Buch über Fragen zur Zwergentechnik. Wir hoffen, dass wir mit Hilfe des Buches in der Lage werden, die Seilbrücke, die über die südwestliche Schlucht führt, zu reparieren. Ihr habt ein Buch bekommen, in dem steht, wie man die Würmzahnbrücke repariert. Danke, Sof. Ich möchte euch noch etwas fragen. Ja, lebt wohl. Bis dann, Sof. Gut, die Tagebucheinträge kennen wir. So, diese Seite Werk ist eine ingenieurswissenschaftliche Abhandlung der Zwerge. Obwohl das gesamte Handbuch in Zwergisch verfasst ist, befinden sich an verschiedenen Stellen übersetzte Anmerkungen. Dieser Band enthält eine detaillierte Ausführung über die Konstruktion von Hängebrücken. Ja. Es ist, sind Sag, ein paar Seile mit Brettern. Ja. Aber gut. So, Gareth. Was hast du zu sagen? Seid gegrüßt, ich bin Gareth. Ihr tragt Waffen und Rüstung. Seid ihr gekommen, um sie die Sklaverei zurückzuführen? Was? Nein, ich bin nicht hier, um euch zu versklaven. Der Göttern sei Dank, da würdet ihr uns vielleicht helfen. Wir sind in einer verzweifelten Lage. Was ist los? Die Leute, die ihr hier seht, sind alle Sklaven. Wir sind unserem Herrn vor kurzem entkommen und haben in diesem Raum Zuflucht gefunden. Das ist jetzt aber nicht gerade sehr versteckt. Wer hat euch versklavt? Ich glaube, man nennt sie Frostsalamander. Sie haben humanoide Oberkörper, Reptilienköpfe und Schlangenschwänze. Sie sind von einer Aura der Kälte umgeben und es scheint Massen von ihnen hier im Gletscher zu leben. Wir sind einem Mann namens Gareth begegnet, der behauptet, einer Gruppe Frostsalamander entkommen zu sein. Verstehe, und wie seid ihr entkommen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wollt ihr sie hören? Ja, bitte erzählt. Also gut, wir wurden in dem Gebäude genau über diesem gefangen gehalten. Es scheint eine Art Museum zu sein. Dort sind zahlreiche Vitrinen mit Wasserlebewesen, die der Kälte des Gletschers zum Opfer gefallen und gefroren sind. Moment mal, wenn eure ehemaligen Herren so nah sind, warum kommen sie dann nicht euch holen? Die Temperatur hier ist so hoch, dass sie ihnen wehtut. Deshalb meinen sie diesen Ort. Gareth zufolge sind Frostsalamander wärmeempfindlich. Wer hätte das gedacht? Vielleicht können wir uns dieses Wissens gegen sie zunutze machen. Ich verstehe, erzählt weiter. Es gab einen Raum im Museum, den die Salamander mieden, und es war uns verboten, ihn zu betreten. Wir haben uns natürlich gefragt, warum.
Wir ließen nichts unversucht, uns hineinzustehen, um zu sehen, bevor sich die Salamander so fürchten. Ohne Erfolg. Schließlich gelang es einer Frau namens Vera. Was hat sie dort entdeckt? Alte Maschinen, richtig altes Zeug, das meiste davon Schrott. Doch es gab ein Gerät, das gedämpft leuchtete und Wärme ausstrahlte. Vera erkannte, dass die Wärme der Grund sein musste, warum die Salamander den Raum mieten. Sie folgerte, dass die Ausstellungsstücke im Museum nicht immer gefroren gewesen sind und dass die Maschine vielleicht früher die Kälte begrenzt hatte. Ja, interessante Schlussfolgerung. Erzählt weiter. Vera sei eine einmalige Chance. Es war ungewiss, ob sie oder ein anderer jemals wieder in diesen Raum gelangen würden. Also entschloss sie zu handeln. Sie fummelte an den Schaltern und Knöpfen herum, bis eine der Anzeigen plötzlich gleichmäßig zu blinken begann. Sofort war der Raum von einem warmen Schein und einem elektrischen Summen erfüllt. Leise schlich sie zurück, um von ihrer Entdeckung zu erzählen. Was passierte dann? Erstmal nichts. Wir haben tagelang darauf gewartet, dass die Temperatur ansteigen würde, aber das tat sie nicht. Am Ende hatten wir die Hoffnung schon aufgegeben, als die Salamander gestern plötzlich in helle Aufregung ausgebracht und Hals über Kopf aus diesem Raum geflohen sind. Vera sah das als Chance für uns freizukommen. Wir durften keine Zeit verlieren, in der sie sich wieder organisieren und den Zugang zu diesem Raum abgeschnitten hätten. Also rief sie uns zu, dass wir alle zu der Treppe laufen sollten, die hierher führt. Wir starben bei dem Versuch, wir sind die wenigen, die überlebt haben. Wäre Vera doch nur hier. Wir haben erfahren, dass die Sklaven von einer Frau namens Vera angeführt werden. Gut gemacht. Und in was für einer verzweifelten Lage seid ihr jetzt? Wir haben weder Wasser noch Nahrung. Wir befinden uns inmitten des Landes des Feindes. Wenn wir hier bleiben, werden wir sterben. Was mich dabei schier wahnsinnig macht, ist, dass wir einen anderen Ausgang zur Oberfläche gefunden haben, aber er verschlossen ist und wir den Schlüssel nicht haben. Wahrscheinlich befindet er sich in den Händen der Salamander. Ja, wir glauben, dass Kerish, ihr Anführer, den Schlüssel hat. Würdet ihr ihn für uns holen? Nun gut, ich werde versuchen, den Schlüssel für euch zu besorgen. Ich soll gegen ein ganzes Gebäude voller Frostsalamander kämpfen, daraus wird nichts. Ich werde darüber nachdenken. Nehmen wir mal die zwei. Ich verstehe, dass ihr davor zurückschreckt, doch ihr seid unsere einzige Hoffnung. Bitte denkt darüber nach und lasst mich wissen, wenn ihr es euch anders überlegt. Gareth hat uns gebeten, den Schlüssel zu finden, mit dem die Tür zum Gang geöffnet werden kann, der an die Oberfläche führt. Er glaubt, dass sich der Schlüssel in den Händen der Salamander befindet. Wir haben ihm gesagt, dass wir für den Schlüssel nicht gegen ein ganzes Gebäude voller Frostsalamander kämpfen werden. Ja, ihr seid zurückgekommen. Was kann ich für euch tun? Ich habe darüber nachgedacht, ob ich euch helfe, Kerish den Schlüssel zum Ausgang abzunehmen. Ja, ich werde versuchen, den Schlüssel für euch zu besorgen. Eure Tapferkeit und euer Mitgefühl sind beispiellos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer Danke. Und das scheint unter diesen Umständen kaum genug zu sein. Bitte bringt den Schlüssel so schnell wie möglich. Unser Schicksal liegt in euren Händen. Gareth hat uns gebeten, den Schlüssel zu finden, mit dem die Tür zum Gang geöffnet werden kann, der an die Oberfläche führt. Er glaubt, dass sich der Schlüssel in den Händen der Salamander befindet. Wir haben ihm unsere Unterstützung zugesichert. Ja, das ist all... Nee, Sklaven. Okay. Gut. Wie kann ich vorwärts? Das heißt, wenn wir jetzt hier rausgehen, sind wir auf der anderen Seite. In Gewiss. Und ich werde nicht die Treppe nach oben nehmen, sondern den Haupteingang. Einfach aus dem Grund, weil die Salamander garantiert dort mehr Wachen aufgestellt haben. Weil sie damit rechnen könnten, dass sich Leute hochschleichen, um sie zu beklauen. Deswegen werde ich mich durch den Haupteingang durchkämpfen. In der Hoffnung, dass sie damit weniger Widerstand rechnen, weil hier draußen ja überall Trolle und Yetis waren. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr hier? Ich möchte mit eurem Anführer sprechen. Ihr wollt zu Kerish. Er Anführer. Ja, führt mich zu Kerish. Okay, das sind wirklich viele Frostsalamander. Ich grüße euch. Ich bin Kerish, Anführer der Salamander. Und wer seid ihr? Ich bin ein einfacher Reisender, ein Abenteurer. Ich bin ein Forschungsreisender, der zufällig hier gelandet ist. Ich bin ein einfacher Reisender, ein Reisender. Vergebt mir, aber ich bezweifle, dass ihr ein Reisender seid. Kein einfacher Vagabund könnte unbescheid hierher gelangen.
Nein, ihr seid mehr als ihr scheint. Vielleicht ein Spitzel, der mich ausspionieren will. Ja, er ist bekannt dafür, dass er Leute eurer Rasse anheuert. Warum hat er euch geschickt? Was glaubt ihr, für wen ich arbeite, Kirisch? Ich würde auf Markev tippen. Würdet ihr mir das bestätigen? Nein, eigentlich nicht. Glaubt, was ihr wollt. Also gut, spielt euer trügerisches Spiel, aber wisst, ich kenne euren Meister. Ich werde bald eine Antwort bekommen. Wenn nicht von euch, dann von ihm. Also sagt schon, was sucht ihr hier? Ich würde euch gerne etwas fragen. Dann fragt. Wer seid ihr nochmal? Ich bin Kere, Sternführer der Salamander, wie ihr sehr wohl wisst. Okay, was macht ihr hier? Was wollt ihr damit sagen? Ich erwarte meine Befehle wie angewiesen, sonst nichts. Warum fragt ihr? Hat jemand euch etwas anderes erzählt? Werde ich irgendwie verdächtigt? Ihr wirkt nervös. Warum? Natürlich bin ich nervös. Ich weiß, in wessen Diensten ihr steht und habe daher allen Grund dazu. Wollt ihr jetzt weitere Fragen stellen? Ja. Ich suche den Verantwortlichen hier. Ah, ich verstehe. Nun, Craig Frostbart ist tot. Sein Sohn Joril herrscht jetzt. Aber ich habe dem Sohn nicht geholfen, seinen Vater umzubringen. Das versichere ich euch. Das ist das, was wir schon aus dem Brief erfahren haben. Wir haben erfahren, dass Joril Frostbart der Leutnant des Würmzahngletschers ist. Anscheinend hat er diesen Posten übernommen, nachdem er seinen Vater Craig ermordet hat. Warum solltet ihr es mich interessieren, ob ihr Joril bei dem Mord geholfen habt? Es ist ja wohl bekannt, dass der Meister seine Leutnants selbst aussucht. Joris Taten könnten als Verrat betrachtet werden. Ich will, dass ihr und euer Meister wisst, dass ich damit nichts zu tun habe. Wir haben herausgefunden, dass der Meister seine Leutnants persönlich auswählt. Joril hat einen Streit vom Zaun gebrochen, weil er seinen Vater für diese Position umgebracht hat. Vielleicht können wir sein Wissen irgendwie gegen ihn verwenden. Schon verstanden, wo finde ich Joril? In den Eishöhlen im Südwesten natürlich. Der Narr sitzt frech auf dem Thron seines Vaters. Geht ihn dort zu. Ich habe noch mehr Fragen. Warum liegen hier überall Tote rum? Die Sklaven, sie haben rebelliert. Wir mussten die meisten umbringen. Aber ein paar sind auf die untere Ebene gekommen. Offensichtlich hat es bei den Frostsalamandern einen Sklavenaufstand gegeben. Ein paar wenige konnten wohl entkommen, doch die meisten sind auf der Flucht umgekommen. Wie haben sie es geschafft, euch zu entkommen? Der Raum unten wurde plötzlich unerträglich heiß. Wir mussten hierher zurückfliehen oder wir wären alle gestorben. In dem darauffolgenden Durcheinander rannten die Sklaven zur Treppe. Ein paar haben es geschafft, aber ihre Freiheit wird nicht lange währen. Sie sind dort unten gefangen. Sieht so aus, als wären die Frostsalamander hitzeempfindlich, ja. Gefangen, wie das? Der Ausgang zur Oberfläche ist versperrt, also können sie nirgends hin. Außerdem haben sie weder Vorräte noch die Möglichkeit, sich welche zu beschaffen, weil ich den Gletscher von Trollen patrouillieren lasse. Irgendwann werden sie verhungern oder zu uns zurückkehren. Wir brauchen nur zu warten. Da fällt mir ein, dass ich bei dieser Sache eure Hilfe in Anspruch nehmen könnte. Die Sklaven, die den Frostsalamandern entkommen sind, konnten in einem Raum unter dem Museum flüchten. Kerish nimmt an, dass sie dort unten ohne Vorräte gefangen sind und dass es keine Möglichkeit gibt, dort herauszukommen. Sollte dies der Fall sein, werden sie bestimmt dort umkommen. Was glaubt ihr, was ich für euch tun kann? Die Sklaven sind für mich völlig unwichtig. Sie werden zu uns zurückkommen oder sterben. Aber der Anführer der Revolte hat mich in den Augen meiner Leute schlecht dastehen lassen. Dafür soll er bezahlen. Geht zu diesen Sklaven und gewinnt ihr Vertrauen. Dann findet heraus, wie er ein Anführer ist und bringt ihn um. Ich werde darüber nachdenken. Also gut, denkt ruhig eine Weile darüber nach. Kommt zu mir, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Kirsch, der Anführer der Frostsalamander, wollte, dass wir die flohenden Sklaven entweder zurückbringen oder sie töten. Wir haben gesagt, dass wir darüber nachdenken. Dann sage ich leb wohl. Ja, fühlt euch wie zu Hause. Schaut euch ruhig um. Ihr werdet nichts Argwöhnisches finden. Vorwärts! Ja, und das ist jetzt das kleine Problemchen hier drin. Oh, wir werden von einem Hund. Verfolgt? Nein. In diesem zugefrorenen Tümmel schwimmt ein riesiger Tintenfisch. Wenn man das Wesen betrachtet, wird klar, wie Erzählungen von Seeungeheuern entstanden.
In diesem zugefrorenen Teich befinden sich zwei Haie. In ihrer Starre wirken sie fast lebendig, als ob sie mitten in der Bewegung erstarrt wären.